Meine Damen und Herren, zunächst blicke ich kurz auf das Jahr 2014 zurück. Es war wieder ein sehr herausforderndes Jahr für Banken. Noch strengere regulatorische Anforderungen und Vorgaben und historisch niedrige Zinsen in Europa belasten die Erträge der Branche. Viele geopolitische Konflikte schüren Unsicherheit und erschweren uns das Geschäft. Trotz dieses Umfeldes hat sich die Commerzbank 2014 ordentlich entwickelt. Wir haben die Risiken weiter konsequent reduziert und die Kapitalbasis aus eigener Kraft gesteigert. Die Quote für das harte Kernkapital hat sich Ende Dezember auf 9,3% erhöht, und zwar nach den strengen Regeln von Basel III. Damit steht die Commerzbank heute stabiler da als noch vor einem Jahr. Das hat uns auch die Europäische Zentralbank bestätigt. Wir haben die Bilanzprüfung und den anschließenden Stresstest nicht nur bestanden, wir lagen auch deutlich über den Anforderungen. In der Kernbank sind wir weiter gewachsen. Wir haben viele neue Kunden gewonnen und unsere Marktanteile ausgebaut. Bei den Kosten sind wir weiter sehr diszipliniert. Wir haben zusätzliche Investitionen, tariflich vereinbarte Lohnerhöhungen und noch einmal deutlich höhere regulatorische Kosten abgefedert. Das alles spiegelt sich auch im operativen Ergebnis der Kernsegmente wider. In Privatkunden, Mittelstandsbank, Zentral- und Osteuropa und bei Corporates und Markets haben wir rund 2,7 Milliarden Euro verdient. Das sind 300 Millionen mehr als im Jahr 2013. Im Konzern lag das operative Ergebnis im letzten Jahr bei 684 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben den Aktionären ein Überschuss von 264 Millionen Euro.